Wenn man als Künstler jahrelang im Studio arbeitet, man hat einen Traum, man möchte es in die Charts schaffen. Dementsprechend ist man auch enttäuscht, wenn man es nicht schafft. Und das hat mich ja auch in eine Depression katapultiert. Und ob ich nun bei der Psychologin war, bei einem Familienaufstellen, bei Schamanen im Dschungel von Mexiko, ich habe nirgendwo diesen Frieden oder diese Erlösung gefunden. Ich habe dann so 8 Mal oder so gezogen. Es ging dann stundenlang, dieser Trip. In dem Moment, als ich gemerkt habe, ich kriege weniger Luft und verliere gleich mein Bewusstsein, habe ich mich an die Worte meiner Tante erinnert. Wenn du in Gefahr bist, rufe Jesus. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich geschrien, Jesus! Ich wurde in dem Moment mit seiner Liebe gefüllt. Mir hat in dem Moment nichts gefehlt. Alle Fragen waren beantwortet. Die Suche war beendet. Es ist viel mehr Frieden und Ruhe eingekehrt. Hoffnung. Es gibt diese Momente nicht mehr, wo man am Boden liegt und sagt, es geht nicht mehr weiter. Durch Jesus geht es immer irgendwie weiter.